noch nicht gewonnen, möchte das zum ersten Mal gegen Rapid versuchen, aber die Rapidler haben die letzten zwei Spiele gewonnen, sind also klarer Favorit. Bei den Steiern hat man die Notbremse gezogen, hat zwei Neueinkäufe auch heute eingesetzt. Einer von ihnen, Henry McCobb, Doppelstaatsbürger für England und Simbabwe, Kapitän auch bei Simbabwe im Nationalteam und er spielte zuletzt bei Bristol City in der zweiten Division. Ja, der spielt ja auch heute nicht schlecht. 3000 Zuschauer etwa heute in Steyr, aber die Steirer haben ja viermal bisher in vier Spielen verloren und das drückt natürlich ein bisschen auf die Zuschauerzahlen. Wir haben die Rapid-Anhänger gesehen, etwa 1000 heute in Steyr. Die Hütteldorfer in den Traditionsdressen von links nach rechts, grün-weiß und mit der ersten Möglichkeit durch Jovanovic. Bei den Hütteldorfern ja Pivanik und Mandreko noch verletzt. Sliwowski bereits wieder auf der Bank, Steyr komplett. Und der zweite Neue, schauen wir uns noch einmal diesen guten Schuss von Jovanovic an. Der zweite Neue, das ist Zoran Petrovic. Er spielt im Mittelfeld. Gut hier reagiert von Engelmeier und er ist ein bisschen unter Druck. Milan Djuricic, der Steirer Trainer, wie gesagt, hat noch nicht gewonnen in dieser Saison. Gleich zu Beginn ein offener Schlagabtausch. Westerthaler mit der Riesenchance nach wenigen Minuten nach dem Fehler von Ivanov. Noch einmal. Bis auch zu lässig gemacht, da rutscht Madlener dazwischen. Westerthaler überzieht das am schnellsten. Und großartig von Michel Konsel im Tor der Hütteldorfer reagiert. Gute Szenen, Chancen auf beiden Seiten, beide nur mit einem Stürmer. Beide Teams nur mit einem Stürmer, zumindest auf dem Papier. Stumpf auf der einen Seite, Westerthaler auf der anderen. Dann ein Foul an Kübauer. Könnte rausmarschieren, darf aber nicht, das ist die neue Regel. Er lächelt dabei, er muss sich jetzt hinaustragen lassen und dann darf er wieder kommen. Didi Kübauer kann weiterspielen, sie sehen es. Er lächelt, aber es muss sein. Reda Dokobil. Rapid hatte nur das erste Match in Oberösterreich in Ried verloren und dann dreimal hintereinander gewonnen im Lauf der Meisterschaft. Einige Härteeinlagen. Hier gibt es die gelbe Karte für Daniel Madlener. Viele Mittelfeldduelle, Rapid praktisch mit 6 Mittelfeldspielern, Steyr mit 5. Freistoß Ivanov will natürlich seinen Fehler ausbessern. Michael Stöger! Und das war die ganz große Chance, Rapid in Führung zu bringen. Peter Stöger aber mit einer starken Leistung heute, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zu finden. Noch einmal dieser Freistoß von Ivanov. Stumpf verlängert. Gut genommen von Stöger, Fußabwehr von Tormann Engelmeier. Das ist der zweite neue Mann bei Vorwärts. Wir haben kurz Felbermeier gesehen, dann Petrovic. Asima konnte jetzt durch die Neuverpflichtung von McCobb ins Mittelfeld gehen. Und ein guter Schuss von Asima. Der Ägypter also jetzt bei Vorwärts im Mittelfeld. Steirer spielt wesentlich stärker als zuletzt, aber es fehlen noch die Tore. Noch einmal dieser Schuss von Asima. Knapp am Tor vorbeigezogen. Autelwurf Pfister. Und Eckball. Michel Konsel in Erwartung der Dinge. Alle Eckbälle schießt Daniel Madlener. Einige Verwirrung da in der Abwehr. Aber nichts geworden aus dieser Möglichkeit wieder. Asima, schauen wir uns nochmal an. Schön gemacht mit der Ferse. Und knapp übers Tor. Gutes Match, Pausenstand, Schiedsrichter Plautz, ausgezeichnet, 0:0 und auch Ihnen hat das Match, obwohl es noch keine Tore gibt, sicherlich gefallen. Rapid wird aber jetzt stärker. Hier ein Foul an Hartz. Freistoß für die Hütteldorfer. Noch einmal. Zwar von Pfister war dieses Foul. Freistoß Marasek. Und einige Probleme für Tormann Engelmeier und Stumpf kommt da etwas zu kurz. Trainer Dokobil hat Guki für Barisic gebracht zur Pause. Aber Rapid wird stärker. Stumpf setzt sich hier durch, gut gemacht auf Herauf. Ist das die Chance? Und diesmal glänzend von Engelmeier reagiert. Andi Herauf, der ja selbst 2 Jahre in Steyr gespielt hatte, noch einmal löst sich hier wunderschön. Engelmeier verkürzt den Winkel, weiterhin 0:0. Viele rassige Szenen, aber immer noch keine Tore. Dann Didi Kübauer, gutes Solo, immer noch Kübauer. Kübauer und
Wieder nichts, aber ein sehr guter Schuss von Kübauer, der heute mit Stöger glänzend im Mittelfeld harmoniert. Dazu noch Herauf. Und auf der anderen Seite jetzt die Angriffe der Steirer. Seltener über Asima. Das ist totaler Fehler, Petrovic. Und wieder nichts. Riesenchance für hier haben sie ihn, für Petrovic. Der Fehler war natürlich von Ivanov. Weiterhin 0:0. Dann Marasek. Im Duell mit Helm. Und es gibt einen Freistoß für Rapid. Guter Haken, Jovanovic. Herauf, Stumpf und Tor. 0:1, 63. Minute. Der erste Treffer im Vorwärtsstadion zwischen Steyr und Rapid. Die Hütteldorfer, natürlich die Anhänger, freuen sich. Schauen wir uns das noch einmal an. Herauf springt am höchsten und Stumpf wurzelt den Ball sozusagen. Der Linzer bereits mit seinem vierten Tor. Wirklich ein super Einkauf für Rapid. 1:0 auf alle Fälle für die Hütteldorfer. Jovanovic und wieder Tormann Engelmeier. Jetzt ist Rapid klar überlegen. Ganz selten jetzt die Konter der Steirer. Gutes Solo allerdings hier von Madlener und auch ein guter Schuss des Mittelfeldregisseurs der Steirer. Ja, der letzte Sieg von Vorwärts über Rapid, der ist schon lange her. 93, November 93, damals allerdings 3:0. Trainer Dokubil, wunderschön dieser Schuss von Madlener, hat gegen Vorwärts übrigens überhaupt noch nie verloren. Dann Ivanov mit einem guten Freistoß. Und Engelmeier, er ist vor Pahl die Nummer 1 im Steirer Tor. Noch einmal, Ivanov will natürlich seine zwei Fehler ausbessern. Gut reagiert von Engelmeier. Rapid führt mit 1:0. Eckball Kübauer verlängert und Tor! 0:2, 77. Minute. Stefan Marasek mit seinem zweiten Saisontreffer. Jetzt ist das Match entschieden. 2:0 für Rapid. Hütteldorfer könnten ja heute sogar Tabellenführer werden. Schauen wir uns noch einmal diesen Eckball von Kübauer an. Viele dachten zunächst an ein Eigentor von Westertal, aber Marasek erwischt den Ball als letzter. Der Mittelfeldspieler und Rapid führt mit 2:0. Alles ist gelaufen. Die letzte Chance für Hütteldorfer. Noch einmal Stöger, wunderschön frei und Engelmeier erklärt. Rapid gewinnt in Steyr, durchaus verdient. Mit 4:0, Vorwärts bleibt ohne Sieg. Sie waren zur richtigen Zeit am rechten Ort. Ja, sicherlich, das sind typische Stumpftore. Ich habe einfach den gewissen Riecher habe ich und bin einfach zur richtigen Stelle da und das ist gut so. Herr Dokubil, versprechen Sie der großen Rapid-Familie einen goldenen Herbst? Ja, das kann ich nicht versprechen. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir uns bemühen werden. Jetzt etwas Kritisches. Wenn man in die Rapid-Mannschaft hineinhört, hört man viele, die anschaffen. Haben Sie nur Anschaffer in der Mannschaft? Ja, offensichtlich schaffen sie gut an, denn wir gewinnen jetzt einige Spiele schon hintereinander. So kann es ruhig bleiben. Naja, da fallen einem die Antworten leicht. Im Spiel 3, 0:2, richtiger Tipp 2 und dass ich ein grünes Leiberland habe, ist reiner Zufall. So, nächstes Spiel ist unser Spiel.